Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Bedauerlicherweise muss ich diese Folge nochmal aufnehmen, weil, ja, was heißt bedauerlicherweise? Ich spiele halt ein zweites Mal. Mein Mikro hat aber maßlos übersteuert, eben gerade bei der ersten Aufnahme, ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe verloren. Ja, also bis zu der Aufnahme habe ich meine 5 Spiele in Folge schön gewonnen. Und ja. Leider nicht mehr. Ich habe auch Karten aufgemacht in der Folge eben gerade, die ihr niemals zu sehen werdet, zu sehen bekommen werdet. War aber größtenteils alles für den Paladin. Von daher nichts Interessantes für mich dabei. Und naja, vielleicht mache ich es ja jetzt besser. Kleines Käffchen. Eben gerade habe ich Anduin gegen Anduin gemacht und der Typ hat mich sowas von vernascht. Also zwischendurch habe ich echt gedacht, so, ja, geil, läuft. Gut, die Gedankenkontrolle brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir können nämlich Flusskrokulis und die Nova lasse ich auf der Hand. Ja. Na gut. Okay, wollte ich gerade sagen. Ja, der Typ eben gerade, der hat mich echt ganz schön vernascht, weil zwischendurch hatte ich nur auf 9 Lebenspunkte runter. Dann zieht er seine komische Legendary-Karte, kopiert mir das ganze Deck weg. Und darf es seinem hinzufügen, darf er vorbei. Danach war er echt vorbei. Also ich konnte mich irgendwie noch so halten. Wir haben so ungefähr eine Viertelstunde gespielt. Aber war echt vorbei. Naja. Ich baue gerade bei meinem Priester an einem schönen Zetun-Deck. Hallo, Grüße. An einem schönen. Ja, ist ja Piratentag oder sowas, ne? Piratenwoche. Arr. Ja, ich baue an einem kleinen Zetun-Deck. Gerade, da fehlen mir noch einige Karten. Aber die erspielen wir uns vielleicht mal. Vielleicht mal kaufen. Mal gucken. Tiny Tauren. Komm bei YouTube. Schön. Danke. Überladung 1 heißt, ich glaube, er verliert nächste Runde ein Mana. Oh, toll. Da einmal diese Extra-Mana-Karte, spiele den Flusskrokulisten und ein Machtwortschild, damit ich nochmal eine Karte zu bekomme. Da sieht man übrigens die Effekte der Überladung hier. Ein Mana weniger. Gucken wir mal. Rostock. Junge, fick dich. Ist jemand verletzt? Spiel die Nordhang-Kleriker und heile erstmal meinen Fluss. Krieg noch mal ein. Läuft. Und weiter geht's. 23. Er beschwört ein Totem. Spotter und benachbarte Diemer haben plus 2 Angriff. Okay. Den greifen wir selbstverständlich erstmal an. Spielen den Wut und heilen. Das Kokolist, so spare ich mir das Mana für die Heilung und bekomme noch eine Karte zusätzlich. Und dann würde ich sagen, zerstöre ich das Totem auf jeden Fall. Greif ihn an. Ich weiß nicht, ob das so klug war mit dem Totem. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich kenne die Karte an sich nicht. Deswegen wusste ich nicht, ob das dann dauerhaft so bleibt. Aber ich glaube, benachbarte Kreaturen. Also. Der Eiswind. 5. Nova. Den Yeti. Und beende den Zug. Scheiße. Okay, er hat noch 4.
Ach du. Ding aus der Tiefe. Arg. Ich spiele erstmal die Nova. Vernichten sein Vieh. Den. Plus das Vieh. Nur um mal ein bisschen aufzurollen. Das war mir ein bisschen zu heikel alles, was er da hatte. Da 7 Mana, 3 Karten auf der Hand. Wird in der nächsten Runde wahrscheinlich was er spielt. Was tun? Was tun? Aha, überleg mal schneller. Was ärgert mich so, dass ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Mach das ja gern so in der Folge mal so die Karten auf. Kartenpacks. Komme. Was tun? Was tun? Amak. Einer! Es bleibt nicht viel Zeit. Und. Oh, Junge. Oh, sowas mag ich ja. Ich frage mich. Scheiß, fragst du dich. In der letzten Sekunde warten hier. Kann ich jetzt wahrscheinlich den Ogre spielen? Deine Kohle schon mal 2 Schaden zu. Das war's. Kann ich machen. Schönes Bild, ne, bei diesen goldenen Karten. Nicht geil gemacht. Liegt so lange immer. Ich habe irgendwie Angst, dass er richtig fettes Zeug erwartet. Na. Ah. Schön. Das Licht beschützt mich. Für einen Mana. Es bleibt nicht viel Zeit. Okay. Komm mal den hier. Dann spiel. Zerstör sein Kodo. Mach dann fertig. Psychotron. Für Nasjata. Und wir ziehen noch mal eine Karte mit der gnomischen Erfinderin. Okay. Da greife ich jetzt erstmal nicht an. Gut, okay, er hat's gemacht. Gott und Gott. Oh. Arschloch! Und den Sonnenbrunnen läutern. Hey.
mir eine Minute. Heile hier nochmal. Das war's. Dass hier einfach nicht mehr so viele Lebens. Hab noch einen Schatten über Tod für mächtige Kreaturen. Was ihr wolle. Ah, tut uns doch. Okay. Ja, schön. Gut. Mach ich mal ein bisschen extra Schaden. Hier den Schlamm mal aus. Nächste Runde. In der nächsten Runde halt mit zwei angreifen kann. Weil halt eben 9 Schadenspunkte macht. Je nachdem, was er jetzt spielt. Oh! Komm, Alter, ist doch nicht dein Ernst. Oh. Guck mal, immerhin so einen schönen Yeti auf die Hand. Greifen ihn mal direkt an. Das mit diesem Frosch, das nervt mich, ey. Zieht er auch noch genau richtig. Hat richtig Glück gehabt. Herz der K. Gedankenkontrolle lohnt sich jetzt nicht. Ich überlege auch, ob ich. Heile mich mal. Ich habe zwei sehr starke Karten noch auf der Hand. So einmal ein Monster mit mindestens 5 Angriff zu töten und Gedankenkontrolle. Kann mir immer noch einen Vorteil verschaffen. Ich glaube, dieses Spiel. Ja, komm. Klopf auf Holz, aber er hat. Richtig. Vielleicht das volle Leben eines Dieners. Ja, und verleiht die. Achso, das ist nur zum Schützen. Das heißt, er hat wirklich nichts an gerade. Das habe ich übrigens auch mal gerne gemacht mit dem Schatten. Und entledigen uns mal seiner Spotter. Allen den Yeti selbstverständlich, damit er bei voller Punktzahl bleibt. Die Runde. Er kann halt jederzeit auch etwas ziehen, was ihm nochmal Vorteil verschafft. Nur für eine Runde. Oh, muss jetzt auch angreifen, Keule. Ja, nix. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich hab da heute einfach nur das Monster killen. Ich möchte mir meine Trümpfe auf der Hand erstmal behalten. Bin. Verursacht 5. Die muss er eben gerade gezogen haben. Was in Effekt. Will ich jetzt nämlich das Leben des Bären mal verdoppeln und ihn greifen. Er hat nur noch 3 Lebenspunkte. Was ihr wolle. Bringt ebenfalls einen Spotter, das heißt. Naja, mal gucken. Gut, kein Spotter auf jeden Fall.
War wichtig. Weiß, ich kann ihn nächste Runde. Ganz so aus. Ich gehe trotzdem. War sicher nicht, dass er. Cool. Wir müssen ja nicht komplett demontieren. Von daher, das war's. Vielen Dank. Gut gespielt. Und doch noch ein Siegesvideo geschafft heute. Bin ich froh, dass mein Mikro übersteuert hat. Level 22, 2 Sterne. Ich glaube, bei 20 gibt es auch 9. Ja, der erste Sieg ist alles. Und eine Belohnung erhalten. Heilige Pein. Ja. Und bei Maiv hier 2 von 10 im Modus. Oh ja. Was cool an dem. Ja, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir eventuell mal ein Kartenchaos, je nachdem, ob da dann. Mich freut es auf jeden Fall, dass ich meine Aufnahmen Sieges beibehalten kann. Und auch wenn ich in der letzten Aufnahme, die ihr leider nicht sehen konntet, verloren habe. Hat dir Spaß gemacht diesmal? Ne? Also war wirklich ein schönes Spielchen. Ich kann dir nochmal zeigen, ich arbeite da an ein paar Decks hier einmal für den Paladin, einfach nur um die Quest zu erledigen und zu tun. Hier nochmal ein anderes Deck. Überzählige Karten hier mal entzaubern. Goldene Karte an. Ja, zurück ins Menü und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es wieder heißt, klickwertet. Und ich denke mal, ich werde dann durch auf jeden Fall mal wieder zocken. Auf Stufe 20 gibt es dann eine Truhe. Achso. Nice. Die werde ich dann auf jeden Fall live erspielen wollen. Und mir fehlen noch 9 Siege bis zum 100. Das ist nicht ein. Gut. Freunde, danke fürs Zugucken. Like, teilt, kommentiert, abonniert und so weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge.